Die Abu Marwan al-Atiq-Moskee befindet sich im Norden der Kasbah von Annaba in Küstenstreifen. Diese zivilisatorische Verheißten Andalusis würde vor mehr als 10 Jahrhunderten während der sarischen Ära unter der Aufsicht der andalusischen Ingenieurs Apolit al-Buni errichtet. Der in Sevilla geborene Ben Ali al-Zadari absolvierte die erste religiöse Universität in der Moskee. In der Militär- und religiöse Wissenschaften angeboten würden. In der Vergangenheit schloss der auf seiner Unterseite der sogenannten Rabatpark, eine der als Club für Offiziere der Marine diente und nach der französischen Besetzung in ein Krankenhaus umgewandelt würde. Der ursprüngliche Bau wurde um eine Übergeschosse erweitert und der Rabattgarten wurde von der Moskee getrennt, um die Merkmale der islamischen Zivilisation in Algerien zu beseitigen. Er wurde ebenfalls schwer beschädigt, was zu seiner Schließung, Restaurierung und angeschlossenen Offung führte. Archäologen sagen, dass des Internen der 5 Kappeln der Moskee eine Verbarung gegen dieses religiöse Wahrzeichen ist.